Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Maker 2. In der heutigen Folge gucken wir uns einfach die beliebtesten Level der Woche an. Ich bin schon dahin gegangen und das ist wirklich alles von den Japanern hier. Die Japaner übernehmen Mario Maker, wer hätte es gedacht? So, und heute spielen wir Asurekikugemu. Da steht aber nicht Athletic. Haben die keinen? Die haben doch ein T. Warum schreiben die denn Asurekiku? Sollte easy first try machbar sein? So, ich bin gespannt. Ah, es ist so ein Game-Level. Ja, habe ich verstanden. Ach so, wir sollen den im richtigen Moment drücken. Und dann wird das hier... wird hier irgendwas passieren. Okay, wir dürfen es nochmal probieren. Habe ich verstanden. Also, drücken, los und aktivieren. Und dann kommt man nicht weiter. Ah ja, okay, so ein Level ist das. Wo man halt wirklich so... Ach, man kann hier nach unten drücken, das wusste ich auch nicht. Steht da aber sogar runter B. Schau, da einfach durch. Ja, lass mich durch, ich bin tot. Ich muss hier Leben retten. Soll ich irgendwas mit dem Powerblock machen? Muss ich den... Ja, und jetzt? Kann man den... Wenn man den im richtigen Moment trifft, der irgendwann runterfällt? Nee. Ich kann ja auch keine nach unten Attacke machen. Okay, what the fuck ist hier der Plan? Okay, das verstehe ich tatsächlich nicht. Ich wusste auch nicht, dass man auf diesen Dingern hier stehen kann. Ja, aber ich glaube, ich habe schon irgendwas falsch gemacht. Oder ich muss... Nee. Hä? Ich muss in die Tür rein. Mann, ich bin so ein Vollidiot. Okay. Ja, und jetzt? Muss ich die alle kaputt machen? Ah ja, ich muss die alle kaputt machen und dann kann ich nämlich durch die Tür durch. Meine Fresse. Ich denke schon wieder viel zu kompliziert hier alles. Yay! Habe ich doch schon, aber danke. Danke für die ganzen Pilze. So, das ist ja auch alles einfach hier. Danke, danke. So, den kaputt machen. Und was passiert jetzt? Wozu denn? Hallo? Mehr kann ich hier nicht machen. Anscheinend schon wieder falsch. Muss ich den im richtigen Moment hochbouncen oder was? Ah, ja. Okay, also muss da drinne sein und dann darf ich das hochbouncen. Also jetzt! Und dann macht er das da kaputt und dann kann ich ja weitergehen. Ja, nett. Sowas finde ich immer witzig. Solche Game-Shows, wo sich die Leute tatsächlich Gedanken gemacht haben, wie man... Okay, gar nicht mal so einfach hier. Was man so mit den einzelnen Spielmechaniken machen kann. Wie hätte ich da oben... Oh, ich hätte tatsächlich noch rangehen können, oder? An die 30er-Münze da oben. Aber was man mit den Spielmechaniken so machen kann, ist ein ganz schön langes Level. Okay, ein Bombjump anscheinend. Aber ein sehr einfacher. Da ist es vollkommen okay. Warum sollte ich durch die Tür gehen? Man weiß es nicht. So, hier muss ich mich auf jeden Fall treffen lassen, damit ich hier wieder hochgehen kann. Kriegt so eine komische Blume. Muss da anscheinend hoch und die einfach runterschubsen, ja? Nein, nein, schieß! Okay. Ja. Die Sache ist halt auch bei diesen schwarzen Blumen. Man muss im Bereich sein. Okay. Hab ich überhaupt nicht verstanden, aber hat funktioniert. Man muss im Bereich der schwarzen Kugel sein, weil sonst verschwindet sie. Wenn die außerhalb der Reichweite von in diesem Fall tot ist, dann muss ich die alle auslösen wahrscheinlich. Achso, hier durchschießen. Dann verschwindet sie und zählt quasi nicht. Dann ist sie quasi nicht mehr im Bild und alles ist doof. Okay, muss ich im richtigen Moment mit dem Ding mit? Okay, cool. Erstmal alles verstehen, was hier abgeht. Okay, die sollen da einfach nur rüber. Wahrscheinlich nur einer, ne? Ja, der dankt wahrscheinlich schon. Dankeschön, kleiner Bowl. Bist ganz netter. Geht aber ganz schön lange. Holy moly. Okay, also ich kann's... Last. Ich kann verstehen, dass das in den Top-Dingern ist. Okay, das war schon mal falsch. Oh, Shell-Jumps. Also, mehr oder weniger Shell-Jumps. Ach, mit Z. Okay, da steht ja extra Z. Ich dachte, man kann auch mit einem normalen Sprung da raus in der Luft, aber scheinbar nicht. Z. Oh yeah. Ich fühle mich wie ein echter Ninja und Rockstar und Rock'n'Roll und überhaupt. Thanks, gern geschehen. Ja, schönes Level. Pow! Und ein Häschen. Ba. Ja, schön. Vor allem, man muss auch ein bisschen nachdenken, was man machen soll. Das war jetzt nicht alles auf den ersten Blick auf jeden Fall so, als man es schon mal tausendmal gesehen hätte. Gut, gucken wir uns auch noch. Feierbar. Feierbar no Kevu. Keine Ahnung, was Käfer ist. Ja, Feierbar Käfer steht da ja auch hinter. Guck mal, die Japaner sind ganz nett. Die schreiben auf Englisch nochmal das dahin, was sie auch auf Japanisch angeschrieben haben. Ich habe jetzt gar nicht auf die Prozente geachtet. Wie oft das geschafft worden ist. Auf jeden Fall schon mal bedrückende Stimmung. Klingt schon mal so, als wenn das auch schwieriger sein könnte, theoretisch. Ja, also das war schon mal falsch, aber ich lebe ja anscheinend noch. Okay, der hat gemeint, Feierbar Cave ist hier mit diesen Feuerdingern.
Ich verstehe unter Firebug Cave eigentlich immer... Warum sollte ich da oben lang gehen eigentlich? Halt irgendwie, dass von unten dann diese Feuerdinger aus der Lava rauskommen und dann muss man da irgendwas machen. Hier muss ich wahrscheinlich... Nee. Kann man aber nicht mit einem Spin-Jump darauf? Verstehe ich gesagt nicht, warum ich nicht die ganze Zeit einfach unten lang gehen sollte. Deswegen mache ich das jetzt einfach, weil ich gehe jetzt in diese Röhre hier rein. Mir egal, was oben ist. Ich nehme alles mit, was geht. Oh, 50 Münzen. Leute, ich kriege hier 50 Münzen dafür. Geil. Das lohnt sich. Also, jetzt kommen wir einfach hier wieder raus. Okay, ja, schön. Also ein kleines Zusatzding. Warte. Ich sehe da 50 Münzen. Ich nehme 50 Münzen mit. Ich bin ein einfacher Pilz. I see 50 Coins. I take 50 Coins. Ich nehme auch das Ziel von ganz oben mit. Okay, das fand ich jetzt aber gar nicht mal so gut. Also nicht so gut, dass das Top 2, Platz 2 der besten Level der Woche sein soll. Klar, die Woche hat quasi erst angefangen, aber das war doch relativ lame, oder? Vielleicht bauen aber auch einfach nicht mehr so viele Leute Level und deswegen werden die wenigen Level, die es gibt, besser bewertet? Keine Ahnung. Machen wir noch einen Precision Speedrun, der seit 20 Sekunden geht, den auch gar nicht so viele Leute geschafft haben. 2%. Beim Speedrun vielleicht auch normal, dass man da häufiger stirbt, aber mal gucken. 20 Sekunden ist zumindest nicht so lang und 2% aber auch nicht so wenig, dass es so gar nicht möglich wäre. Ach, ein Precision Speedrun ist das, ne? Oh nö, Leute. Ich habe nur 20 Sekunden, die ganzen roten Dinger hier einzusammeln und darf weder zu hoch noch... Hallo? Als ob der da nicht rankommt! Aber da schafft man das auch locker... Hallo? Okay, wie soll man diese eine Mütze hier bekommen? Und wie soll man die... Warte, was? Ich muss erstmal checken, was man hier machen muss. Wie kriegt man denn die erste Münze überhaupt? Ich hab den Schlüssel, ich hab den Schlüssel! So, jetzt nur noch... Oh nein. Nein, aber die Zeit hätte eh nicht gereicht. Ey, du drückst eine Millisekunde zu weit oder zu lange und er stirbt. So, okay, diesmal bin ich aber richtig schnell unterwegs. Ohne Witz. So, darüber. Oh, okay, darüber. Ja, Mann! Ich habe sogar noch 6 Sekunden. Von wegen 20 Sekunden Speedrun hier. Easy Game. Easy Game, easy Game. Danke, danke, danke. Ja, hab ich mir verdient, diesen Level beendet. Ja. Der hat es in 7 Sekunden geschafft. Ich hoffe, der hat es in 7 Sekunden geschafft. War aber mal eine neue Idee. Ist jetzt nicht wirklich ein Speedrun nach meinem Ermessen, aber ich fand's trotzdem cool, weil es mal was Neues war, was ich noch nicht gesehen habe. Dann nochmal Logical Thinking in the Sky 14 von dem Deutschen. Mit sehr hoher Abschlussrate, aber der Weltrekord 2 Minuten 30. Dauert ja mega lange. Okay, aber logisches Denken kann ich bestimmt gut. Vor allem, ich hatte heute Physik sehr viel geübt. Oh, was? Von daher ist das bestimmt ganz cool. So, Logical Thinking sagt mir, ich kann da nicht runter. Deswegen nehme ich diese Plattform, die mich nach oben katapultiert. Hui! Okay, verstehe ich. Die Sache ist halt, ich kenne diesen Stil gar nicht. Mal so, muss ich damit? Nein, okay. Ich kenne dieses... Da hätte man sogar sterben können. Ich kenne diesen Stil leider nicht so gut, deswegen... Kann es hier vielleicht ein paar Mechaniken geben, die ich so nicht verraffe? Das kaputt machen, dann können wir hier runter. Okay, kriegen dann das Sprungbrett. Und meine logische Denkweise sagt mir, ich muss hier runter. Dann nehmen wir die Zählermütze mit, gehen hier hin. Okay. Schön. Ja, habe ich richtig wie ein Ninja gefühlt. Aber ist doch mal schön. Das... ja auch mal ein Deutscher ist. Muss ich da rein? Das ist falsch, ne? Ist das falsch? Okay, wir kommen... Ja, das war falsch. Okay, das ist eine Reset-Röhre. Das heißt, wir müssen da einfach rüberlaufen. Lol, ach so, man musste sich sogar resetten. Oh, hier kommt man aber auch so lang, ja. Aber wir müssen uns nochmal resetten, weil wir kommen nicht an den Schlüssel ran. Hä? Das ist nicht mal eine... Okay, das ist gar keine Reset-Röhre. Ja, mein logisches Denken sagt mir, ich muss den On-Off-Knopf drücken. Mein logisches Denken ist ganz schön doof anscheinend.
Ja, was haben wir sonst? Wir sind wieder hier, jetzt ist der Schlüssel frei. Da war auch noch ein One-Up. Und jetzt sollte... Ach nee, Ziel kommt ja erst relativ spät. Okay, what the fuck? Können wir hier irgendwas machen? Achso, der schießt nur Geld raus. Wie mache ich, dass ihr irgendwie gedrückt werdet? Lass mal... Okay, wir können ja hier hoch. Wir können auch da hoch, dann drücken wir den Pow-Knopf. Jetzt... können wir hier hoch das Ding aktivieren. Der fällt runter und... Ah ja. Aktiviert die Bomben. Da ist ein sehr schönes Level. Okay, das war sehr unnötig. Man muss auf jeden Fall nachdenken. Jetzt kann der aktiviert werden. Ach so, oh, der kann sogar die Bomben hier kaputt machen. Das wusste ich auch nicht, Leute. Dass so eine Schlange die Raketenteile kaputt machen kann. Aber hier muss man, glaube ich, wieder erstmal nicht überlegen, weil alles automatisch passiert. So, ich möchte jetzt hier aber auch nichts falsch machen. Denn anscheinend sind hier auch Leute gestorben. Nicht wirklich viele, aber ich möchte nicht zu den wenigen Leuten gehören, die gestorben sind. So, wieder das Teil aktivieren, den aktivieren. Jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal rüberlaufen. Genau, jetzt können wir das On-Off-Button-Ding hier drücken, sind hier unten. Okay, alles richtig anscheinend. Ich bin ein bisschen verwirrt. Aber nur minimal. So, wahrscheinlich müssen wir den hier wieder aktivieren, ohne viel nachzudenken. Nehmen wir hier, ja, die Sprungfeder mit. Okay, das ist nur zum Geld einsammeln. Du willst, was machst du? Du machst nur das Ding kaputt, ne? Ja, und dann bleibt er da stehen. Danke, kleines Schweinchen, dass du mich gerettet hast. Jeder sollte ein kleines Schweinchen als Freund haben. Damit er im Leben weiterkommt. Für die schweren Zeiten braucht man ein Schweinchen. Kann man das nicht noch irgendwie reimen? Schweinchen ohne Schweinchen, keine Reimchen. Das weiß jedes Kleinkind. Ich bin eingesperrt. Ich hoffe, hier kommt gleich noch irgendwas. Okay, danke schön. Meine Güte. Ja, und jetzt? Okay, auf den Teil kann man ja draufstehen. Haben wir ja eben schon gelernt. In diesem Stil kann man auf diesen Teil draufstehen. Hier auch wieder. Ja, ja. Ich war hier eben schon, aber diesmal können wir durch die rechte Tür. Schön. So langsam sollte das Ende kommen. Da ist es auch schon GG, hat er da geschrieben. Und die Lächerei und alles Mögliche. Ja, doch, schönes Level. Schönes Level. Bisschen Hören kaputt machend. Der eine war einfach trotzdem eine Minute schneller. Aber trotzdem ganz schön. Gut, dann würde ich sagen, was ist auch mit dieser Folge? Haben wir 4 kleine Level von den beliebtesten Leveln gemacht. Und da würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.